zusammen. Heute haben wir nochmal ein ganz großes, spannendes Thema für uns, das Thema Vitamin D. Und zwar das alles verknüpft mit dem Thema Hautgesundheit. Denn wir haben gemerkt, okay, da gibt es große Verunsicherung und irgendwie auch ein großes Interesse, vollkommen zu Recht, denn es ist ein sehr wichtiges Vitamin/Hormon. Und deswegen haben wir heute nochmal die Alice Martin von Dermanostik zu Gast, die sich ja auf den Bereich Hautgesundheit spezialisiert hat. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, schön, dass du wieder da bist. Genau, den Kontext habe ich schon gegeben. Wir wollen auch mal ein bisschen Klarheit schaffen rund um das Thema Vitamin D und Hautgesundheit und Sonnenschutz. Vielleicht einfach nochmal aus deiner Sicht, wie ist das mit dem Vitamin D oder Vitamin D-Mangel? Ja, viele kommen zu mir und sagen, ich trage gerne keine Sonnencreme auf, obwohl wir sind ja eigentlich jetzt im Sommer aktiv, weil ich ja dann kein Vitamin D mehr bilde. Und ich habe gelesen, das ist schlecht und Vitamin D ist ja extrem wichtig. Und da dieser Mythos, den würde ich gerne aufklären, Sonnencreme verhindert nicht unbedingt die Vitamin D-Produktion. Eigentlich war es ursprünglich so, dass wir Menschen kaum einen Vitamin D-Mangel hatten. Wir waren alle draußen, wir haben früher evolutionsbedingt einfach am Acker oder sonst wo draußen gearbeitet, nicht im Büro. Ja. Und jetzt haben wir kaum noch Licht. Und für die kurze Zeit, in der wir rausgehen, erhofft man sich dann direkt eine starke Vitamin D-Produktion. Aber in der Regel ist das gar nicht der Fall. Wir haben fast alle als Volkskrankheit einen Vitamin D-Mangel. Und auf der anderen Seite, Sonne und UV-Licht kann Hautkrebs verursachen, Sonnenbrände, unterdrückt das Immunsystem der Haut. Und da muss man wirklich abwägen für sich, was ist wichtiger. Und ein guter Schutz vor eben Lichtschäden ist extrem wichtig. Und trotzdem können wir noch Vitamin D produzieren. Okay. Aber schließt sich nicht aus. Ja. Genau, aber ich glaube, da sollte auf jeden Fall immer noch von außen, ja, in Form von Tabletten, von Lebensmitteln nochmal Vitamin D zu sich genommen werden. Und das heißt, Sonnenschutz ist das A und O. Das, ich glaube, da brauchen wir auch gar nicht diskutieren. Das leuchtet jedem ein und Hautkrebs vorzubeugen ist da wirklich die höchste Prämisse. Gleichzeitig Vitamin D-Mangel ist ja auch nichts Erstrebenswertes. Ich meine, das Vitamin D ist ein sehr, sehr wichtiges Hormon für den Körper. Wir hatten da schon mal ein paar Mal drüber gesprochen, also sowohl für die Zellgesundheit, Immunsystem, als auch ganz besonders für den Knochenstoffwechsel wichtig. Genau. Und jetzt verstehe ich das aber richtig. Du sagst, okay, Sonnenschutz ermöglicht trotzdem, dass das Vitamin D eben weiter über die Haut entwickelt wird. Vielleicht müssen wir da nochmal kurz zusammenfassen. Vitamin D ist ja nicht einfach so da, sondern kannst du da nochmal ein paar Worte zu verlieren, wie das entsteht? Genau. Also Vitamin D ist eigentlich vom Grundgerüst wie das Cholesterin. Und es wird gebildet aus Grundbausteinen des Cholesterins. Das ist auch für viele Patienten, die einen zu hohen Cholesterinspiegel haben, ein Schlüsselfaktor. Oft steckt dahinter ein Vitamin D-Mangel. Okay. Ja, und der Körper schafft es aber nicht, Vitamin D zu bilden, bildet ganz viel von diesen Vorstufen und dann wird stattdessen, weil eben so viel Vorstufe da ist, Vitamin D geht nicht, Cholesterin gebildet. Ja, also das ist auch so ein wichtiger Punkt beim Vitamin D-Mangel. Ja, eigentlich, unser Körper bildet Vitamin D sowohl durch verschiedene Organe, unter anderem auch in der Niere, wird es aktiviert und gelangt irgendwann an die Haut. Und erst durch das UV-Licht wird es in eine aktive Stufe aktiviert. Und dieses UV-Licht ist eben wichtig, damit Vitamin D dann aktiv wirken kann und nicht nur passiv vorhanden ist. Es gibt Studien, die zeigen, dass obwohl Sonnencreme aufgetragen wird, diese Aktivierung stattfindet. In einer etwas reduzierteren Variante. Aber wenn ich draußen bin, 15, 20 Minuten, man sagt, Unterarme, Arme, Gesicht an der Sonne habe, dann reicht es eigentlich, um diese Umwandlung durchzuführen täglich. Okay. Gesetz der Fall, die Sonne scheint. Ja, genau. Gesetz der Fall, die Sonne scheint. Also ist halt ein Problem, das wir in Deutschland ja immer häufiger haben. Also letztlich, wir haben die Möglichkeit, durch unseren Körper das Vitamin D selbst herzustellen, brauchen aber die Sonne, brauchen dann auch die Exposition, das heißt das in der Sonne sein und brauchen eine bestimmte Zeit. Genau. Gleichzeitig haben wir den Sonnenschutz, sodass wir eigentlich im Idealfall, wie du schon sagst,
sicherstellen müssen über Ernährung und eben Zufuhr genau. von Vitamin D, kein Mangel zu haben. Genau, ich empfehle wirklich, dass man einmal abklärt, wie ist mein Vitamin D-Spiegel, macht man eine Blutabnahme und dann eigentlich in der Regel einfach in Form von verschiedenen Möglichkeiten, das dem Körper zuzuführen. Mhm. Und vielleicht ein Stichwort, du hast gerade richtig gesagt, wenn die Sonne scheint, wissen wir alle, UV-Licht ist da. Wenn aber draußen, wenn es bewölkt ist, kommen ja trotzdem UV-Strahlen hindurch. Mhm. Nur der Punkt ist, wir frieren, wir ziehen uns dann komplett an und deswegen findet gar nicht mehr der Kontakt zwischen Haut und UV-Licht statt, weil Textilien darüber sind. Mhm. Ja, und diese 8% der Körperoberfläche, wie du gesagt hast, ne, Gesicht und Unterarme, das ist halt schon mal die Mindestvoraussetzung. Klar, wenn wir dann mehr in der Sonne sind mit mehr Körperoberfläche, ist das ja letztlich nur ein Rechenbeispiel. Genau. Gut, also ich hoffe, das war nochmal ganz wichtig herauszustellen, dass wirklich der Sonnenschutz nicht der Vitamin-D-Produktion im Wege steht, ja, aber trotzdem nicht gut sichergestellt werden kann, dass wir Vitamin D selbst genug herstellen. Und da kommen eben unter anderem die Bärs ins Spiel, wo wir einfach sagen, okay, da wissen wir, da haben wir die Tagesdosis. Denn vielleicht noch ein Wort dazu, ist das jetzt, was passiert, wenn ich jetzt zwei von den Bärchen nehme? Ist das direkt gefährlich oder was passiert, wenn Vitamin D irgendwie im Überfluss vorhanden ist? Also Stichwort, man nennt das Hypervitaminose, zu viel von einem Vitamin. Bei Vitamin D ist es relativ schwierig, dass man viel zu viel zu sich nimmt. Ich denke, wenn man zwei Tabletten, drei Tabletten nimmt, passiert in der Regel nichts. Es geht eher darum, wenn ich richtig das missbrauche, eine ganze Packung dann über Wochen hinweg täglich zu mir nehme von Tabletten, dann kann es schädlich werden. Aber das macht ja so keiner. Also wie bei allem macht die Dosis das Gift. Natürlich trotzdem immer die Empfehlungen sind nicht ohne Grund darauf. Deswegen einfach an die empfehlende Verzehrmenge halten und dann lieber nochmal mit Nahrungsmitteln, zum Beispiel fettreicher Fisch ist Vitamin D reich, noch das ergänzen. Plus natürlich auch weiterhin rausgehen, weiter in die Sonne gehen, weil da kommt natürlich noch ein ganz anderer Aspekt dazu, halt sich draußen bewegen, einfach an der frischen Luft sein, wo wir wieder beim Thema Hautgesundheit sind, wo wir auch schon mal ausführlich drüber gesprochen haben. Super. Wenn da noch Fragen zu sind, schreibt uns. Auch die Alice ist direkt über die Dermanostik-Seite super verfügbar und freut sich, glaube ich, auch immer, wenn Fragen kommen. Dankeschön.